Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, sei mit euch. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen, und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben, wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt. So geht sie am Morgen auf, wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont verfüllt sie ihren Lauf, nichts kann sie vor ihrem Blut verbergen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch ein Unerfahrener wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich, es schenkt neue Einsicht. Und du glaubst nicht an Wunder? Was ist ein Wunder? Ein Wunder ist etwas, was eigentlich gar nicht möglich gewesen ist. Bei mir wäre das in der Schulzeit vor allem eine 1 in der Mathearbeit gewesen. Es wäre wahrscheinlich ein Wunder, wenn ich mein Fitnesscenter auch mal besuchen würde, anstatt dafür einfach nur zu zahlen. Aber vielleicht wäre es auch ein Wunder, wenn man mal freiwillig sein Zimmer aufräumen würde. Von Kornkreisen über UFOs bis hin zu Engeln, die nachts auf dem Felde erschienen sind, kann man die Palette an Wundern wohl kaum klein halten. 7 Weltwunder gibt es, die atemberaubend in dieser Welt verankert sind. In der Bibel zeigen Wunder die Gegenwart Gottes. Im Alten Testament zum Beispiel die Durchquerung des Roten Meeres oder ein Mann, der in der Wüste überlebte. Das Neue Testament beginnt schon mit einem Wunder, mit der Geburt Jesu. Oder als Jesus Jahre später auf einer Hochzeit Wasser in Wein verwandelt. Oder dass er Tote auferweckt, Kranke heilen kann und sich stets um die Außenseiter kümmert. Seit 3 Milliarden Jahren, ob sie uns bemerken oder ob sie sich an irgendwas erinnern. Wir waren schon einmal kurz da, haben alles getan, es hat endlich geklappt, halten etwas auf den Arm, das so aussieht wie wir. Es wird doppelt so schön, es wird doppelt so viel, wenn ich es teile mit dir unendliche Weiten. Wir schicken Roboter auf Reisen, bringt uns was Schönes mit, wir schreiben, lassen es in Flaschen treiben. Bestimmt gibt's ne Nachricht zurück. Wir wachen auf mit Sorgen, wachen auf mit Falten, wachen auf mit nem Lächeln im Gesicht. Jemand geht wie um Wasser, löschen sein Feuer, trotzdem vergessen wir ihn nicht. Denn wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht, einem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder, und du glaubst nicht an Wunder. Sein Schmetterling schlägt seine Flügel, die ganze Erdkugel bebt, doch wir haben überlebt. Und du glaubst nicht an Wunder, und du glaubst nicht an Wunder. Wir sind so weit auseinander, doch fühlen uns so nah, sprechen deine Sprache nicht, doch verstehe jedes Wort. Ich muss nur kurz an dich denken, das Telefon klingelt. Es bleibt ein mystischer Ort, Lawinen aus Metall rollen jeden Morgen durch die Stadt. An unseren Fenstern vorbei, Mama Erde trägt Klunker, schmückt sich mit Brillanten. Wir rauben sie aus und bestimmen einen Preis. Wir sind schwarz, wir sind weiß, wir sind grün. Und gelb, blau, grau oder rot, wir sind mal
Hendrix, Mozart, Biggie, Queens of the Stone Age und Deepish Mode. Wir gucken bis zum Urknall. Ich kann hören, wie dein Herz tobt, egal ob wir fallen oder auffallen. Du hast doch schon mal gewonnen gegen Millionen, die so waren wie du. Das muss doch rausrechnen. Mann, wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht, mit einem Mund, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel, die ganze Erdkugel bebt, doch wir haben überlebt. Und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Das war Materia, ein deutscher Musiker, der nach dem Fußball jetzt in der Musik- und Medienwelt Fuß gefasst hat. Materia zeigt uns das Wunderbare und Wunderschöne dieser Welt. Er öffnet uns hektischen Menschen die Augen, auf Kleinigkeiten wieder zu achten. Es geht um die Natur und Technologie auf unserem Erdball. Hierbei ist besonders zu beachten, dass er uns die Religiosität nicht über den Kopf stülpen will. Dabei geht es in seinem Lied, wenn man genauer hinhört, um die Schöpfung und die Wunder der Natur. Ich denke, jeder kann sich an einen besonderen Moment in der Natur erinnern, der ihn besonders ergriffen hat. Die Aussicht auf Berge, die Geburt eines Lebewesens, ein schöner Sonnenuntergang, Vollmond mit mysteriösen Wolken drumherum, ein Wasserfall, Delfine im Meer und so weiter und so fort. Materia sagt uns, dass wir schon mal Gewinner waren. Und das ist eine ziemlich schöne Sichtweise auf das Menschsein. Denn häufig sehen wir doch überwiegend das Schlechte, das Schwere, also das, was nicht gut gelaufen ist. Und natürlich gibt es da unendlich viel, das nicht gut läuft und das nicht alles gerecht auf die Menschen verteilt ist, sodass es manche viel härter trifft als andere. In Oberhausen gab es vor ein paar Jahren eine Ausstellung zum Thema Wunder der Natur. Im Gasometer schwebte eine Riesenkugel von der Decke. Unsere Erde. Wenn man an diesem dunklen, kühlen Ort sitzt und auf diese wunderschöne Erdkugel schaut, bekommt man eine Ahnung davon, wie klein wir sind. Wie klein wir im Vergleich zu diesem gigantischen Sonnensystem sind. Materia stellt in seinem Song eine Sache als ein ganz besonderes Wunder vor. Unsere Heimat, die Erde, besteht immer noch. Sie besteht trotz uns Menschen immer noch. Und das, obwohl wir einige Katastrophen und Kriege verursacht haben und immer noch verursachen. Aber immerhin, wir leben. Wir sind auf diesem blauen Planeten. Wir sind ein Teil dieses übergroßen Wunders mit vielen Möglichkeiten, unser Leben hier zu bestreiten. Und die Wunder gibt es überall. Und auch das gehört zur Vielfalt der Schöpfung, die sich manchmal schwach, krank und kurzlebig zeigt, aber eben auch in diesen Zuständen unglaubliche Kreativität und Stärke entwickeln kann. Laufe ich durch die Straßen, sehe ich die unterschiedlichsten Menschen. Unterschiedlich in Haar- und Augenfarbe, unterschiedlich in den Hautfarben und unterschiedlich im Geschlecht. Unterschiede in den Begabungen von jedem Einzelnen. Der eine ist ein begnadeter Musiker, der einen Song nur einmal hören muss und ihn direkt wiedergeben kann. Der andere ist ein echtes Ass im Fußballspielen und könnte irgendwann mal in der Bundesliga auflaufen. Eine Frau, die den Spagat zwischen gesellschaftlichen Vorstellungen und ihrer selbst schafft. Junge Erwachsene, die auf die Straße gehen, um ein Sprachrohr für die Umwelt zu sein. All dies sind nur Beispiele, die die unglaublichen Befähigungen und Ideen des Spezie Mensch vor Augen führt. Materia bezieht dieses Schöpfungserleben auf das Miteinander der Menschen. Und zwar sowohl das Miteinander der Menschen, die man kennt und liebt, als auch das Miteinander der Menschen, die tausende von Kilometern auseinander sein können, hinweg über alle Sprachbarrieren. Welt der Wunder gibt uns Menschen einen wichtigen Blickwinkel mit. Er fordert uns Menschen auf, Respekt an den Tag zu legen. In einer Radioandacht sagte die Autorin Maike Siebold einmal Folgendes. Materias Blick auf die Welt bringe Folgendes mit. Respekt vor dem anderen, Respekt vor der Natur, Respekt vor der ganzen Welt.
Die Schönheit des Kosmos ruft in uns den Wunsch wach, es auch gut zu machen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen und einfach nur bestaunen können. Wenn wir Dinge erleben, die mit unserem Verstand nicht fassbar sind, weisen sie uns auf etwas Größeres hin, eine höhere Macht, die uns Menschen verbindet und die wir plötzlich spüren. Da muss etwas Besonderes, Mächtiges in der Welt sein, weil die Welt so wunderbar ist. Es handelt sich hier nicht um einen Gottesbeweis. Vielmehr handelt es sich hierbei um eine Ahnung von etwas Göttlichem in der Luft. Alles um uns herum ist ein Puzzle aus perfekt zusammenpassenden Teilchen. Gott hat sich bei all dem was gedacht. Ein gut funktionierender Kosmos. Jedes noch so kleine Detail ist wichtig dafür, dass die Welt funktioniert. Und dazu ist sie auch noch wunderschön. Die majestätischen Berge, das tiefblaue Wasser, die Menschen um uns herum, jede und jeder einzigartig und besonders. Keiner wie der andere. Und mittendrin sind wir, du und ich. Materia erklärt es nicht, er stellt es nur fest und dann fragt er seine ZuhörerInnen, wie man da nicht an Wunder glauben kann. Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir wenden uns mit unserer Freude und unseren Bitten und unserem Dank im Gebet an dich. Wir freuen uns, dass du jeden einzelnen von uns mit Namen kennst. Wir freuen uns, dass du jeden Tag für uns neu da bist. Wir freuen uns, dass du unsere Nähe suchst. Wir bitten dich, lass uns anderen in der Güte begegnen, mit der du uns begegnest. Wir bitten dich, lass uns anderen vergeben, wie du uns vergibst. Wir bitten dich, lass uns großzügig sein, wo du großzügig zu uns bist. Wir danken dir, dass du uns das Leben geschenkt hast. Wir danken dir, dass du uns durch deinen Zuspruch stärkst. Wir danken dir, dass deine Güte kein Ende hat. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, wir leben hier. Segne uns. Du schickst uns in die Welt. Behüte uns. Du gibst uns Aufgaben. Lass dein Angesicht über uns leuchten. Wir versagen oft. Sei uns gnädig. Wir fühlen uns oft allein. Erheb dein Angesicht auf uns. Gib uns und der Welt Frieden.